Liebe Modellbahnfreunde, in diesem Erklärvideo möchten wir Ihnen zeigen, wie man unsere Baureihe 216 aus unserem Start-up-Sortiment hochrüsten kann mit einem Sounddecoder. Bei diesem Modell ist es recht einfach, den Decoder nachzurüsten. Es ist auch schon eine Schnittstelle vorbereitet und die dementsprechenden Anschlüsse für den Lautsprecher sind auch in der Lok schon vorhanden, sodass man unser Nachrüstset 60976 für Diesellokomotiven hier wunderbar nachrüsten können. Wir nehmen jetzt den Aufbau der Lok ab, das heißt hier oben haben wir eine Verschraubung, die wir einfach lösen. Und damit können wir den ganzen Aufbau hier abnehmen. Die Lok ist ja schon vorbereitet, das heißt sie hat einen einfachen MFX-Decoder ohne Sound mit verbaut. Sie hat unseren Hochleistungsmotor verbaut und so ist es dann ganz einfach, das Nachrüstset 60976 hier einzubauen. Bei dieser Lokomotive ist das Nachrüsten des Decoders mit Sound einfach, das heißt, wir können hier diesen Decoder, das ist ein MFX-Decoder jetzt ohne Sound, einfach von der Schnittstelle nehmen und durch den neuen Decoder, sprich dem Set 60976, ergänzen. Dann haben wir hier unsere zwei Anschlüsse für unseren Lautsprecher. Was wir hier jetzt nur machen müssen, den kleinen Stecker müssen wir abschneiden, weil wir hier keine Steckbuchse haben, und die zwei Kabel hier direkt anlöten. Wie schon erwähnt, hier haben wir den Stecker jetzt abgeschnitten, die Enden haben wir abisoliert und verzinkt und die löten wir jetzt einfach hier auf unsere zwei freien Pins mit an. Nach dem Anlöten können wir hier unseren Lautsprecher wunderbar in die vorbereitete Halterung setzen, das Kabel noch ein bisschen schön verlegen und schon wäre der Umbau auf Sound abgeschlossen. Als nächstes wäre dann die Funktionsprüfung zu machen. Nach dem Anmelden der Lokomotive an der CS3 können wir einen kompletten Funktionstest durchführen. Das heißt, erstmal die Lichtfunktion prüfen, ob sie in beiden Richtungen funktioniert, ob schon Geräusche funktionieren, jetzt ist ja noch das Original-Nachrüstgeräusch von der Diesellok drauf und natürlich, ob auch die Fahrfunktion funktioniert. Auch diese Funktion ist da. Bei dieser Lokomotive war das Nachrüsten des Decoders einfach. Jetzt im nächsten Erklärvideo werden wir Ihnen zeigen, wie man mit unserem Märklin-Tool auch diesen Decoder mit dem passenden Sound versehen kann.